dazu sagen, ich kommentiere gerade die Folge nach. Ich habe da gibt noch so eine kleine Sache, die ich angesprochen habe, wo ich mir jetzt gerade zum zweiten und dritten Mal dachte, okay, das formuliere ich ein bisschen anders, so ist vielleicht ein bisschen besser. Genau. Ich habe aktuell noch die Quest mit den Small Eyebuds, was recht interessant ist, weil die halt einfach genau hier sind. Da habe ich, also ich meine, ich weiß natürlich, dass sie da sind, aber ich habe, also ich denke da irgendwie nie dran, dass hier Eyebuds sind, keine Ahnung. Ich meine, hinter sind ja auch nochmal irgendwo hinten weiter rechts, also Norden, östlich. Und ja, keine Ahnung, denke ich halt irgendwie nie dran. Warum auch immer. Genau, von dem her ist es eigentlich recht einfach, dass wir hier durchkommen. Man sieht hier schon irgendwie, die Leute sind ja wirklich irgendwie asiatisch mit irgendwelchen Schriftzeichen. Ich wusste nicht mal, dass es ein Flypub geht. Also gut, ich meine, ich weiß, dass es ein asiatisches Flyp gibt, aber gut, andererseits ist natürlich auch wieder ein neues Flyp. Wie auch immer. Ich habe irgendwie gar nicht so damit gerechnet. Ja. Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, erzähle ich ab und zu mal so ein bisschen was aus dem Real Life. Oh Mann, gerade kurz nach dem Essen. Erstmal Stimme weg, nice. Auf jeden Fall, ich versuche, dass das Ganze immer in Grenzen hält und so. So viel gibt es meistens auch nicht zu erzählen. Aber muss ich heute echt mal was erzählen, was wirklich krass ist. Und zwar habe ich eine Anzeige bekommen oder ein Ermittlungsverfahren. Also ich meine, wenn man sowas schon mal kriegt, denkt man sich immer so, WTF? Also gut, ich meine, je nachdem, wie man halt eben drauf ist. Ich meine, wer jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag mit Drogen tickt und so, der wird es wahrscheinlich erwarten, das ist absehbar. Aber wenn man es halt nicht macht, dann erwartet man es halt einfach entsprechend nicht. Genau, da ging es um eine lustige Sache, da ging es um sowas wie Steuerhinterziehung. Da dachte ich mir dann so, ja, nee, also wenn ich genug Geld verdienen würde, um es zu hinterziehen, wäre es halt irgendwie echt schon geil, also würde ich feiern. nee, da ging es eigentlich um, oder da geht es um was richtig, richtig Dummes. Ich kann natürlich jetzt nicht so viel dazu sagen, ich meine hier öffentlich und bla bla bla, habt ihr bestimmt Verständnis dafür. Aber da ging es wohl um eine Sache. Also ich habe damals im April 2020 aufgrund der Maßnahmen dann eben meinen Job verloren. Und dann habe ich halt eben, ich glaube ab da, oder vorher schon, ab da dann Geld oder wieder Geld bezogen. ich glaube, es war auch nicht lang. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall, damit hat es irgendwie zu tun. Ich müsste übrigens hier ein lustiger Bug. Anti-Hack at its best. Auf jeden Fall, ich müsste mal nachschauen und so, und habe ich jetzt gerade nicht komplett einen Überblick. Muss ich generell erstmal einen Überblick wissen und verschaffen. Aber da ging es halt einfach um irgendwas, was ich dann vom Staat bezogen habe. Und wir erinnern uns noch so, damals hieß es so, ja, hier, also keiner wird wegen den Maßnahmen seinen Job verlieren. Und dann so, ja, hier gibt es Kurzarbeitergeld und Corona-Hilfen und keine Ahnung, was weiß ich noch alles. Und dann kommen die 2 Jahre später an und es ist deswegen und beschuldigen dich, dass du Steuerhinterziehung gegangen hättest. Nee, da geht es nicht um Steuern, da geht es auch nicht um Hinterziehung, sondern wenn man angeblich dieses Geld bezieht, da ging es, also es waren keine Corona-Hilfen, by the way, das war nur ein Beispiel hier. Es war im Zusammenhang damit gestanden, aber nicht in diesem, nicht exakt das hier. Ja, wenn man halt eben das bezieht und es einem dann nicht zusteht, dann ist es Steuerhinterziehung. Also, ich meine, allein schon, wenn man diesen gedanklichen Sprung machen kann von dem zu dem, erklärt sich mir eigentlich überhaupt nicht. Aber, so irgendwie kam es dann zustande und dann kam eben dieser sehr sympathische Brief mit 3000 Euro Strafe und vermutlich dann auch mit Rückzahlung und Zinsen und also fand ich echt eine geile Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich total drüber. Also ich meine, gerade in solchen Zeiten einfach mal irgendwie viele tausend Euro jetzt zahlen zu müssen, also ganz im Ernst, da muss ich mich einfach echt bedanken beim Staat, also das finde ich echt sehr nett. Und man fragt sich auch, ich komme ganz weit nicht ein.
nicht anfordern, man... Meine Fresse, das fällt mir das Wort nicht ein. Wie sagt man dazu, wenn man halt was will, man... Alter, mir fallen gerade überhaupt keine Worte mehr ein. Ich bin auch aktuell sprachlos so, von dem Ganzen, aber... ja, man schickt halt einen Antrag und so und bevor man das Geld kriegt und so, schauen da auch irgendwelche Sachbearbeiter durch und prüfen das Ganze und erst dann wird es dann halt eben, wenn es alles passt, wird es dann eben ausgezahlt. Aber da muss ich ganz ehrlich mal sagen, wenn alle Angaben, die ich gemacht habe, richtig waren, die das geprüft haben und die zu dem Schluss kamen, ja, ich bin dafür halt irgendwie... qualifiziert, klingt das blöd, wie kann es denn dann meine Schuld sein, dass ich irgendwie hier irgendwas gemacht hätte oder irgendwas zu Unrecht bezogen hätte, wenn die das geprüft haben? Das ergibt doch gar keinen Sinn irgendwie. Also ich bin da wirklich ziemlich perplex irgendwie über die ganze Situation und ja, wie gesagt, da fehlen mir einfach jetzt mal so komplett die Worte. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie das zu sowas kommt. Und ja, ist eine krasse Sache. Und dazu muss man einfach wirklich sagen, ich weiß nicht, wie und wann und wo das umgerechnet wird. Ich meine, 3000 Euro ist jetzt eine ziemlich saftige Strafe. Und ich weiß nicht, ob die das Ganze nachträglich in Tagessätze umrechnen. Könnte sein, eventuell. Und dann sagen die so, ja, okay, jetzt verdienen aktuell nicht viel oder gar nichts. Ja, dann sind das mal so 80 Tagessätze. Und dann suchen wir ein bisschen was zusammen, sind wir 90 Tagessätze und dann sind wir vorbestraft. Ich meine, wie gesagt, ist es einfach mal so ein Worst-Case-Szenario, was ich mir jetzt einfach mal so ausmal. Aber wobei man dazu sagen muss, dass es halt wirklich sehr realistisch ist, denn das passiert halt wirklich in Deutschland sehr oft. Und ich habe auch nachgegoogelt, wie oft oder ob das anderen schon passiert ist. Und da gibt es hunderte oder tausende, viele tausend Fälle scheinbar und wahrscheinlich noch viel mehr, von denen man nichts hört. Und das betrifft ganz viele. Und das Ganze auch schon 2018 teilweise. Wo man sich fragen muss, wie kann das eigentlich überhaupt so sein und so. Also irgendwie passt dieses Sprichwort, ich kriege es glaube ich nicht mehr ganz zusammen, when the government gives you, when the government offers you free money, it's never free oder irgendwie so. Also wenn die Regierung dir kostenloses Geld verspricht, dann ist es nie kostenlos oder ist es nie ja, frei, nie kostenlos, nie umsonst. Ja, da muss man tatsächlich sagen, das scheint so irgendwie zu sein. Also ist echt eine krasse Sache irgendwie. Bin ich mal gespannt und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann wieder mit irgendwas anderem ankommen. Oh, da war doch mal vor 10, 15, 20, 30 Jahren irgendwas. Und ja, ist einfach eine scheiß Situation, wogegen ich einfach mal nichts machen kann. Ich kann mir für ein paar tausend Euro einen Anwalt nehmen. Ja, geil. Oder ich kann versuchen, denen irgendwie zu erklären, was eigentlich sowieso schon offensichtlich ist, dass ein paar hundert Euro im Monat, die ich bekommen habe, nicht so geil sind als einen Job. Also damals war es ein 54-Euro-Job, aber wie wir ihn ausgerechnet haben, oder hier im Video, wären das ja dann irgendwie theoretisch bis zu 3.300 Euro brutto so im Monat gewesen. Ich meine natürlich, klar, dann nehme ich natürlich freiwillig diese paar hundert Euro und schmeiße einen Job weg. Also ich meine ganz im Ernst, wie kommt man auf sowas? Das kann ich nicht nachvollziehen, wie man wirklich... Nee, verstehe ich nicht. Also, es kündigt doch keinen Job, um ein paar hundert Euro da irgendwie anzunehmen. Das macht doch keiner. Das ist doch kompletter Nonsens irgendwie. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da rege ich mich halt einfach echt krass drüber auf. Nicht nur, warum es mir passiert, warum es generell passiert. Und da muss ich einfach auch mal wieder auf das Ding hinweisen, was ich letztens in meinem Community-Tab geschrieben habe. Nebenbei, wirklich exakt zeitgleich, hocken irgendwie haufenweise Milliardäre in Davos und feiern ihre 4 Billionen Dollar Gewinn, den sie in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Und das ist einfach auf unserem Nacken. Und ja, ganz im Ernst, also das ist halt schon krass. Und ich meine, um es nochmal zu
Also ja, da gab es damals auch noch Sachen und so, da habe ich ja, da wollte ich zumindest so 3D-gedruckte Sachen verkaufen, zum Beispiel zum Thema Face Masks und so. Wurden abgelehnt, ohne Begründung, wie man dann später rausgefunden hat, war der Landkreis dann verwickelt in Maskengeschäfte und so, mit eigenem Nutzen und ach, ja, dann gibt es auch noch viele Sachen, über die ich mich aufregen kann und will, aber ja, da gibt es eine ganze Menge, Letztendlich zustande gekommen ist im Prinzip nichts. Und was die sich an den Haaren herbeiziehen, ganz im Ernst. Ja. Schöne Sache auf alle Fälle wieder. Und, so dieses von wegen, wir werden ihm helfen und so. Mhm. Am Arsch einfach. Ist unglaublich. Einfach nur eine unglaubliche Frechheit, Alter. Kann man nicht anders ausdrücken. Ja, und um den Glauben an die Menschheit komplett zu verlieren, war es dann so, hole jetzt ein bisschen aus, dass eine meiner Katzen die letzten Tage nicht da war. Und ich habe mich schon gewundert, so, wo ist die? Die ist sonst immer da und so. Kam dann zurück, mehr tot als lebendig. Hat ein ganz dickes Auge. Bewegt sich kaum. Schläft die ganze Zeit nur, frisst nichts, trinkt nichts. Und bis wir rausgefunden haben, dass die A geschlagen wurde und B vergiftet wurde. Nachdem das Ganze jetzt ein paar Tage her ist, kann ich sagen, sie hat es zum Glück überstanden. Aber ganz im Ernst, hier glaubt man die Menschheit. Also, nee, einfach. Einfach nee. Ganz im Ernst, ja, da fehlen mir die Worte. Da will ich eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, jeder kann sich so dazu seinen eigenen Teil denken. Draußen laufen einfach solche Wichser rum. Das ist einfach. Das ist einfach nur krank. Und das in vielerlei Hinsicht. Also. Ja. Da weiß man einfach nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ist einfach so. Ich meine, wir haben aktuell so in der Nachbarschaft ein paar Mädels, die das sind und so, die da irgendwie Urlaub machen. Da fragt man sich schon so. Also ich meine, ich will es nicht sagen hier. Also ich meine, Frauen oder Mädchen sind jetzt nicht unbedingt gerade diejenigen, die jetzt irgendwie Tiere quälen und so. Deswegen, ich weiß es nicht. Andererseits leben wir halt eigentlich in einer Nachbarschaft, die man mindestens als gut oder mindestens vielleicht sogar sehr gut bezeichnen würde. Und also da hat es eigentlich keiner nötig, irgendwie irgendwas so in der Richtung zu machen. Und ich meine, über die letzten Jahre hat sich das wahrscheinlich ganz Deutschland so entwickelt und so, aber bei uns fand halt wirklich so eine regelrechte Gentrifizierung einfach statt. Also die normalen Einheimischen können sich hier eigentlich gar nichts mehr leisten, wenn sie kein eigenes Haus haben. Weil Miete ist hier exorbitant und so. Und wenn ich mir auch mal so die Leute in der Nachbarschaft anschaue, ich meine, allein in meiner Straße haben drei einen Porsche. und wenn ich mal so überlege, was die so haben, der eine hat irgendwie ein eigenes Bauunternehmen, der andere ist Elektriker mit eigenem Betrieb, ein bisschen weiter dann ein IT-Betrieb, der andere hier ist Sparkassenchef. Was haben wir noch in der Straße hier? Weiß nicht. Meine Nachbarn hier sind Lehrer. Beziehungsweise war sogar meine Lehrerin. Also das ist lustig, weil es ist quasi genau über dem Gartenzaun. Lebte halt eben, das ist halt, war damals irgendwie ein bisschen witzig. Ah gut, also ein großes Grundstück bei denen und Bäume und Busch dazwischen, keine Ahnung. Deswegen ist nicht so krass, aber ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, also dass da halt jemand, also sowas macht ja eigentlich da keiner. Und ich meine, den Leuten ist eigentlich auch klar und ich glaube, die sind schlau genug, dass sie wissen, okay, wenn sie damit halt irgendwie erwischt werden, dann ist es halt ganz und gar nicht mehr lustig. Also mittlerweile wird es zum Glück relativ stark bestraft. teilweise auch bis zu 2 Jahre und so, je nachdem. Und also sowas macht eigentlich keiner, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen ist es natürlich schon einfach ziemlich fraglich, wie das Ganze zustande kam und so. Und wir leben jetzt nicht irgendwie gerade im Brennpunkt, in, keine Ahnung,
Berlin-Charlottenburg oder Kreuzberg oder Neukölln oder so oder irgendwo im Bahnhofsviertel. Also verstehe ich halt nicht so ganz, wie es zustande kam, durch wem noch was. Aber das ist einfach nur traurig. Das ist wirklich einfach nur traurig. Ja. Ich meine, man kann sich schönreden und sagen, ja, vielleicht war da einfach irgendwo Rattengift und es hat die Katze gefressen, ja. Vielleicht war es auch sowas, aber ganz im Ernst, es gibt einfach auch genug Leute, die das wirklich machen, mit Absicht. Und da mache ich mir jetzt eigentlich auch gar keine falschen Hoffnungen, weil gibt es immer wieder. Und ja, ist einfach traurig, sowas. Ja. Also jetzt wisst ihr auch mal, was bei mir aktuell so abgeht. Hier habe ich mich gewundert, warum der Typ hier irgendwie AOE versucht mit Level 13. Da habe ich gemerkt, okay, er möchte nur sterben. Ein Member of the Violet Magician Troop hier hätte eigentlich zwar gereicht. Gibt es da irgendein Spiel, wo ein Mob einen längeren Namen hat als das hier? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich wundern. Oder würde mich interessieren. genau. Ich hoffe mal, dass das Ganze für mich jetzt hier irgendwie nicht zu schlimm ändert. Es kann natürlich sein, dass das jetzt... Ja, also ich meine, Best Case wäre natürlich jetzt, wenn sie es einstellen würden. Aber dazu muss ich sagen, was die von mir jetzt irgendwie verlangen, ist eigentlich kaum zu erbringen. Ja, warum ich gekündigt wurde, warum ich nichts in der Umgebung gefunden habe. Also ich meine, ich kann halt nicht die Zeit zurückdrehen und irgendwelche Beweise mir dann irgendwie sichern, die jetzt nicht mehr existieren oder so. Ich kann ja keinen Screenshot machen vom Arbeitsmarkt von 2020 jetzt im Jahr 2022. Ich meine, also eigentlich wissen die genauso gut wie ich, da war alles leergefegt. Ich meine, die Arbeitsmärkte waren leer, da hat keiner mehr irgendwie Arbeit angeboten. Alle hatten Angst, keiner hat irgendwie Geld ausgegeben und so. Ich meine, ich lebe auf dem Kaff, was soll ich dann, wie soll ich dann von Webdesign im letzten Kaff Deutschlands hier irgendwie einen zweiten Ding finden? Also ich meine, es gab bei uns in der ganzen Umgebung von 20 Kilometer oder so, 15 oder 20 Kilometer, gibt es einen Webdesigner, also ist halt ein Witz. Ich meine, sowas gibt es bei uns halt einfach kaum. Und naja, also das ist halt einfach so eine Sache, wo ich mir so denke, wie soll ich da halt irgendwas erklären? Das ist halt alles, das ist einfach nur für euch interessant zu wissen, was da halt einfach so abgeht und so. Und ja, wie einfach man in sowas hineingeraten kann. Und ja, man liest irgendwie die ganze Zeit sowas von, ja, der ist das und deswegen angeklagt worden und oh, der hat Steuerhinterziehung gegangen und so. Aber was tatsächlich heutzutage Steuerhinterziehung ist, ist halt wirklich ein Witz. Es ist wirklich einfach ein Witz. Und ich meine, effektiv kannst du das demnach beschuldigt werden und sogar verurteilt werden, und zwar einfach nur, weil du keine Gegenbeweise bringen kannst. Und obwohl du keinen einzigen Cent Steuern hinterzogen hast. Zum Beispiel. Also, ganz im Ernst. Vertrauen in den Rechtsstaat hat sich mal wieder richtig gelohnt. Da kann man sich einfach wieder nur freuen und kann man sich einfach nur freuen. Nee, ich will einfach nur auswandern, ganz im Ernst. Ich würde einfach nur raus hier, weg hier. Ich habe einfach keine Lust mehr hier auf das Ganze. Wird nicht besser, wird einfach schlimmer. Alles verrückt. Alles verrückt, jeder verrückt. Alle drehen es durch. Alles ist einfach nur noch. Meh. Weiß nicht. Einfach keine Zukunft hier. Keine gute zumindest. Na gut. Ich glaube wahrscheinlich schon viel zu lang. Nee, ich glaube nicht zu lang. Ich habe noch eine Minute. Was war das Thema des Videos? Ich hab ein Thema, glaube ich, gehabt für das Video. Ich habe es gerade schon in Thumbnail gemacht. Aber ich weiß es nicht mehr. Oder habe ich es schon? Ich weiß gar nicht genau. Keine Ahnung. Okay. Ey, bei uns fliegen momentan so viele Chinooks und Scheiße rum, das ist brutal. So viele Militärhubschrauber, das ist echt krass.
da hat es gerade wieder. Ich glaube, ich höre es nicht. Es ist zu leise aktuell. Aber, na, krasse Situation. Und teilweise sind das einfach auch so modifizierte, die du halt dann einfach erst hörst, wenn die halt wirklich super nah sind oder halt vielleicht erst über dir sind und so. Das ist halt, also ich meine, wie gesagt, ich habe schon mal erzählt, aber teilweise